Hier ist der Riss. Meine Fresse. Raucht. Was noch? Klima aus. Klima aus. Hitze war. Alle möglichen. Motorausgangen. Ja, und jetzt raucht es da drüben und brennt aus. Auf Last, 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 Last. Ja, 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 bleib. Sehr gut. So, es ist Sonntag, 9 Uhr und wir sind auf dem Weg nach Augsburg, weil wir uns heute dem ADAC Fahrsicherheitstraining stellen. Eine Sache, die wir seit Jahren machen. Ich habe das Auto ja jetzt ein halbes Jahr, wollte es auch schon letztes Jahr machen, finde es aber immer wieder gut, so ein Sicherheitstraining zu tun. Ja, macht man eine Vollbremse, macht, geht auf die Schleuderplatte, wollen das Auto ja, auseinandergerissen wird, mehr oder weniger. Man lernt sein Auto besser kennen, man kriegt ein Gefühl dafür, dass man im Notfall eigentlich immer ordentlich bremsen muss, nicht zu stark lenken soll. Und ist eine Sache, die ich jetzt das dritte Mal mache und eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel gebracht hat und ich freue mich wirklich drauf. Ich würde sagen, Manu ist dabei, Simon ist dabei, Körns ist dabei mit dem ID4. Ha, vielleicht darf man den auch mal fahren. Und hier, wenn du den Kollegen dabei hast, der dich auch noch warnt, dass du nicht so schnell fahren darfst. Nein. Ja, das passiert, wenn ich nicht mit Autopilot fahre, sondern hier nur in die Kamera babbel. Anyway, ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Augsburg und dann schauen wir mal, ob ich die eine oder andere Filmaufnahme machen kann, ohne dass ich wieder Ärger kriege. Also, bis dann. So, was wir jetzt hier simulieren, ist Ausweichen auf, ja, auf eigentlich auf Schnee, sprich plötzliches Hindernis kommt, in die Bremse reinhauen, leicht lenken, wirklich minimal lenken, der Unterschied ist wirklich enorm und dann schafft man es hoffentlich entweder stehen zu bleiben oder dem Hindernis auszuweichen. Ich meine jetzt mal zum Spaß den ESP in den Sportmodus oder Traktionsmodus. So, wir gehen jetzt gleich auf die Schleuderplatte und ich hoffe, der Simon macht es nicht wieder gut, sonst darf ich mir das wieder wochenlang anhören. Gab es einen Sprachanruf, Sprachnachrichten? Es war richtig gut, Simon. Richtig, richtig gut war das. So ist er. So ist er. So, und wir gucken jetzt mal an. Mit 40 auf eine Schleuderplatte, das simuliert quasi ja, so einen Reifenschaden oder irgendwie das, irgendwas das Auto leicht touchiert und man ihn gleich wieder einfangen muss. Klar mit 40, damit die Schleuderplatte funktioniert und wir simulieren ja immer noch auf diesem glatten Fahrbelag, dass wir auf Eis wären. Und der Simon, oh, da gibt's kein Lob. Schauen wir mal. Gerade noch. Jetzt hören wir mal den Currency im ID4 zu. Der hat ja doch ein bisschen, jetzt kommt die Entenfamilie. Jetzt mach. Da macht der Andi die Entenfamilie fast platt. Ja. Toll, das sah super aus. Perfekt. Alright. Ja, aber macht schon Spaß, ganz im Ernst. Man lernt sowohl ein bisschen Extrembereiche in einem Secure Space kennen. Oh, das ist schon geil. Die Übung hat es jetzt anscheinend ein Kabel aus meinem Rucksack in die Red Bull-Dose in die Seite gestochen. Mega geil, jetzt ist hier richtig schöner Red Bull-Duft im Auto. Das liebe ich doch an Neuwagen. Richtig schön Zapsch in meinem Rucksack. Das ist doch geil, Alter. Oh meine Fresse. Schön. Also das ist eigentlich ein Auto hier der einzige. Ja, alles gut. Dann fahren wir mal vor. Machen den Weg frei für dich. Hier ist der Riss. Meine Fresse. Das ist doch schon wieder ein Scheiß. Ah, schön Sapsch.
Aber im Audi mal stehen bleiben. So, Mona, du liebst es ja, in diesen Videos aufzutauchen, ne? Hello again. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, Manu braucht ein neues Auto. Sein Auto ist leider wahr. Hat geschleift, raucht. Was Klima noch? Aus. Klima aus. Hitze war. Alle möglichen. Motorausgangen. Ja, und jetzt raucht es da drüben und brennt aus. Während wir. Die BMW momentan eher Freude an der Panne. Richtig gut. Er hat auch schon ein bisschen was erlebt. Mhm. So, und wir machen jetzt Aquaplaning. Rutschi rutsch. Was mit 180 durch? Mindestens. Kommen wir doch klar, was hier steht. Ja, davor kannst was? Wegen nur 10 km lang dabei. Das ist echt faszinierend, was das ausmacht. Stimmt. Nicht mehr kaputt? So krass war es jetzt irgendwie nicht, oder? Ja. Gut, wir sind vorne einfach durchgefahren. Da haben wir gar nicht gebremst. Das war immer das Schönste hier, ne? Diese Rückfahrt. Ja, das war eigentlich mehr bis. Gut, man bleibt halt einfach stehen. Das ist nur ein halber Echtes, aber natürlich lieber zum Stehen kommen, als irgendwie ein weirdes Ausweichen. Das ist auch die Quintessenz des Ganzen, immer eine Vollbremsung und Geschwindigkeit reduzieren. Damit gewinnst Leben und Freude am Auto. Ich sag hallo. Jawohl, gut. Puh. Da hast du keine wenig Chancen mehr. Über 100, aber nice. Erst der Gas ist heftig und wenn du dann quer bist, nur noch halb so viel. Genau, zack, jetzt kommt es weg, jawohl. Und die Senken nicht vergessen. Das ist dann die Schleuderplatte. Wenn du so einen Gas losgibst, ist das wie so ein Kick, wenn du eine Schleuderplatte gibt. Das heißt, du musst wirklich schnellstens abfangen, dann runter vom Gas bei der Geschichte, wenn du lenkst. Wenn du dann hast, dann durch gezielte kurze Gasstöße. Dann kannst du super Geschwindigkeit aufbauen im Drift. Verrückt. Ich glaube, der schreit nach einem BMW Drift Training. Geil.
Gecatcht, ja, würde ich sagen. Mach mal den mal. Scheiß auf hier, Alter. So, dann hier oben bitte die Geschwindigkeit reduzieren. Sehr gut. So, genau hier. Dann normal runterfahren. So, das war's jetzt schon wieder. Und wenn ich eine Sache gelernt habe hier beim ADAC in Augsburg, beim Fahrsicherheitsperfektionstraining, dass ich schon wieder zum Friseur muss. Und B, macht einfach eine Menge Spaß. Am geilsten war halt jetzt gerade dieser Track-Test, ne, was wir gerade gemacht haben, dieser kleine Rundkurs. Da merkst du auch wieder, dass du schlecht Auto fährst eigentlich, aber macht einfach mega Spaß, wenn die Reifen quietschen, wenn das Auto so ein bisschen in den Grenzbereich gebracht wird, aber trotzdem, ja, man das sicher mal leben kann. Bei mir alles grün? Ja, ansonsten ist das hier ein super Erlebnis, das weiß das Perfektionstraining. Und davor gibt es noch ein Intensivtraining, kostet 230, um die 200 Euro. Macht auf jeden Fall Sinn und Spaß. Wir haben jetzt wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde, wo wir Open End so ein bisschen durch alle Parcours durchfahren können. Mir selber macht natürlich immer noch dieses sportliche Fahren am meisten Spaß. Aber ja, es ist natürlich immer noch ein ganz kleiner Abschnitt hier. Daher freue ich mich, dass wir in 2 Wochen bei BMW nochmal in Maisachthausen sind und bei diesem M-Training mitmachen. Da geht natürlich der Fokus auf sportlich fahren. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt nochmal durchgeschleudert, wenn Bremsung hinlegen, Ausweichmanöver, Driftkreis und so weiter, Slalom auf glatter, nicht glatter Fahrbahn. Es ist, glaube ich, für jeden gut, der ein Gefühl für sein Auto bekommen will, weil es neu ist, der generell auch mal so ein paar Grenzsituationen erfahren will, in einem sicheren Ökosystem. Und vor allem, da darf man sich auch nicht so Angst machen lassen, die wollen, glaube ich, nur die Versicherung verkaufen. Man erzählt einem am Anfang immer, wie aufpassen und passieren ständig irgendwie schlimme Dinge. Das ist schon eine sehr sichere Sache. Ja, man muss sich einfach an die Anweisung halten, nicht mehr als 40 über die Schleuderplatte fahren, nicht schneller fahren als das, was der Instructor sagt. Und dann geht es schon im Zweifel immer voll auf die Bremsen treten. Und das ist auch das, was man hier eigentlich lernt. Akku schon leer. Dass man im Zweifel immer auf die Bremsen geht und damit, ja. Das ist jetzt ein Schmarrn. Bitte bleibt immer in der Reihe zur Kurve. Dass man im Zweifel halt immer Geschwindigkeit reduziert und versucht durchzukommen. Also, ich fahre jetzt eine Runde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.